So Leute, da bin ich wieder und jetzt geht's weiter mit Zelda. Die komische Olga, jetzt so ein komisches Genick, das kann den ganzen Kopf drehen. Es scheint so, dass nun die Zeit gekommen ist, da ich dich um die Ecke schleppe und dich vögeln will. Vögel, verstanden. Ein Spaziergang vergleiche dem erwarten. Ja, wissen wir schon. Ja, habe ich. So soll es sein. Setze deinen Weg fort. Habe ich sowieso vor. Nur nicht mit Ford, sondern mit Opel. Ah, ne. Opel schockt mich. Audi ist geil. So. Die Fußmärsche sind immer sehr unangenehm. Ich freue mich schon, weil wir Epona wieder haben. Wäre geil. Dann machen wir uns erstmal auf nach Schloss Hyrule. Oder Hyrule, oder wie sie das alle nennen wollen. Ich habe mir damals in der Kindheit mit Hyrule eingeprägt. Und das hat sich auch irgendwie nicht verloren. Ach Navi, halt die mal. Halt deine Schnauze. Und die geht mir... Nein! Nicht schon dunkel werden. Ich will nicht die Nacht hier draußen verbringen. Ich muss mir mit diesen scheiß Skeletten rumprügeln. Nein. Das schaffen wir noch. Komm. Ich finde witzig, dass die Fackeln mit Strom betrieben werden, weil die gehen auf einmal bei der Abend immer an. Geil, noch geschafft. Gut. Wenn die Dinger noch nicht hochgehen, ist wenigstens dann noch tagsüber. Ein bisschen Geld absacken. Würde ich halt die Wache sich daran gar nicht stört, aber sind sowieso ein bisschen unterbelichtet. Und wenn man ins Gesicht guckt, denkt man sowieso, die stehen unter Drogen. Die haben mal so dicke schwarze Ränder unter Augen. Seht ihr? Krass. So, da war nochmal so ein Hylianer-Schild, oder? Hyrule-Schild da. Oh, mal kicken die. Swoop. Jetzt muss ich gleich erstmal mit diesem Kackhuhn da durch die Gegend laufen, um den dicken Vater wieder aufzuwecken. Alter Vater, das wird noch ein Spaß. Oh, den so cool, ich jogge durch die Gegend. Hat der hier das Schild verkauft? Ja, ne? Mal ihm kicken gehen. Klar. Aber das krieg ich noch nicht, oder? 80 Rubine bist du eine Sau, echt. Rasier dich mal. Hier bleibt ja mal die Zeit. Oh. Wow, deine Kleidung. Die müsste uns eigentlich gleich das Huhn geben, aber die steht erst später da. Denn die sucht ihren Vater. Die sucht ihren Vater. Ja. Und den findet sie jetzt nicht mehr. Und eigentlich steht die dann hier oben. Ich weiß noch nicht, ob die da jetzt schon steht. Ja, müsste. Wo ist sie hier? Ach, da ist die Eule schon wieder. Bah, siehste? Kann er nie wegdrücken. Hüte dich, die Wachen. Ach, die Wachen, die können mir sowieso nichts. Stehen sowieso alle unter Drogen. Nö. Ist die Gabe der Weisheit zu besitzen. Du bist auch nicht informiert über das Spiel, oder? Link hat das Fragment des Mutes, nicht der Weisheit. Spacko-Eule, ich gehe woanders im Vögel. Nö. Steht ihr denn wenigstens schon da? Ne. Dann gehen wir nochmal raus und wieder rein und hoffen einfach mal, dass sie da ist. Ich meine, beim ersten Besuch ist sie das nämlich nicht, nur beim zweiten. Die Wachen! Ja, die können sowieso nichts. Ah! Da ist sie doch. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, kannst du mich dann um die Ecke vögeln? Würdest du dort mal...
bist du nur Söte. Ja. Ist immer dasselbe mit ihm. Er bringt Milch weg, hat sein Wodka dabei, legt sich in die Ecke und schläft. So. Jetzt müssen wir uns nur irgendwo aufhalten, wo die Tageszeit sich wechselt. Dann ist das Hühnchen nach 2-3 Tagen oder so da. Natürlich ein elendiges Wartespiel. Was soll ich jetzt machen? Die Sonne überhaupt. Oder Mond in dem Fall. Ja. Kann auch sehen, wie das sich so schön bewegt. Ich das Bild jetzt mal stehen kriegen würde. Dieser schnell auch noch nie Mond sich verziehen sehen. Was mache ich denn jetzt? Verdammte Kocke. Kann ich hier einfach nichts tun? Ist eigentlich die Feenquelle schon offen? Warte, kann ich mal gucken. Badalala, ich hab ein Ei. Ja. Link hat ein Ei mit Busch drum. Traurig aber wahr. Nur eins. Siehste, schon wird's wieder Tag. Leben verlieren. Doch nicht. Fuck, da komme ich noch nicht rein. Das wollte ich auch nicht. Wollte die Kamera eigentlich drehen. Was mache ich denn jetzt? Ach, das Huhn ist schon frei. Das ging ja schnell. Wie komme ich an den nochmal jetzt vorbei? Gibt es einen ganz schlauen? Die dürfen uns ja nicht sehen. Lauf mal einfach hier lang. Und hoffen mal einfach ganz böse, dass die das nicht sehen. Ja, Navi. Was willst du denn? Ich höre mir ganz sicherlich nicht deinen Vortrag wieder an. Gib mir nämlich auf den Sack. Nein! Ich dachte, die sehen mich hier nicht. Fuck. Ich kann's vergessen, die sehen mich ja hier doch noch. Ich muss ja im Wasser da lang stehen. Was für eine Kacke. Hätte ich jetzt komplett vergessen. Scheiß Wachen. Nächstes Mal trichter ich den ein, dass ich eine Einbildung bin durch ihre Halluzinogene, die sie jeden Tag in sich reinpfeifen, weil sie nämlich dauerdrogenabhängig weil sie unter Dauerdrogen stehen. So dauerhaft. Die halten 24 Stunden am Tag. Die waren damals noch stärker und heftiger. Da gab es ja noch keine Altersbeschränkung. Versteht ihr? Aber ich denke, das ist alles sowieso eine Inzestfamilie. Denn wenn man sich mal die Wachen genau anguckt, die sehen irgendwie alle gleich aus. Traurig, aber wahr. Ja, früher im Mittelalter war schon alles ein wenig verinzestet. Die Kinder wurden so gezüchtet wie in Kukiri, dass sie niemals wachsen, sondern immer jung bleiben. Ja, die wurden sicherlich, die haben sicherlich als Bett so eine Schuhschachtel gehabt oder sowas ähnliches. Dass die dann, wenn Wachstumsschub, dass die mit dem Kopf da anklitschen, dass die gar nicht größer werden können. Und dann wurden die mit Botox und sowas alles gestreckt, damit die so schön jung bleiben. What up? Ah. Für eine Sekunde. Hallo, wer bist denn du? Ich bin besoffen. Also ich bin besoffen. Ein Besitzer der Longlong-Kneipe. Ich war auf dem Weg zum Shop, um frischen Wodka zu liefern, als ich mich kurz ausnüchtern wollte. Was? Marlon sucht mich nach mir? Ich wurde heute noch gar nicht ordentlich gevögelt. Ich hatte ihr doch versprochen, sie hier zu vögeln. Oh weia, das läuft nicht gut. Sex! So ein Trottel, echt. Nein, Navi, geh mir nicht auf den Sack. Ich habe mich schon oft genug jetzt in den ersten Parts über dich beschwert. Ach, Leute, das wird noch sicherlich öfters vorkommen. Verzeiht mir dann dies.
Oder kann ich nichts dran ändern? Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Das ist mir so wurscht. Wer? Denn wer kann schon eine aufdringliche, komische Tuse leiden? Oder was auch immer. Ob das eine Tuse ist, weiß ich noch nicht mal. Reicht da eine Blocken? Nee, der reicht noch mal. Na egal. Schieben wir halt den zweiten Mal einfach ganz profan noch dazu. Wir nutzen einfach mal den Wodka des Kerls da aus. Versenken den auch im Wasser und allen möglichen Sachen. Scheiß Wolf. Oh, geht nie weiter. So. So. Wir kriechen in ein Loch hinein. Oh geil. Fuck. Jetzt darf ich wieder warten, bis Tag wird. Nee. Ja, tut mir jetzt wirklich leid, Leute, aber ich muss hier irgendwie eigentlich... Kann ich jetzt im Moment nicht viel machen. Ich muss hier jetzt auch... Aber ich kann hier, ich muss jetzt hier warten. Ich kann nichts anderes machen. Die Zeit steht auch in diesem Burghof da still. Und ich muss mich auch hier aufhalten. Das ist nämlich noch blöder. Denn... Wenn ich das nicht tue, wird die Zeit ja nicht vergehen und dann wird nicht wieder hell. Das ist wirklich scheiße. Gucken, ob ich in diesem Part noch hier die Prinzessin zu Gesicht bekomme. Aber dazu muss das jetzt ganz schnell hell werden. Nein, es buggt das schon wieder. Ja, ist egal. Schon wieder vorbei. Ich hasse das, wenn es buggt. Swoop. Wo ist denn... Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte in die... Ah, geht doch. Oh, gut, wird jetzt schon wieder Tag. Ich muss trotzdem 3 Minuten den Part beenden. Schockt nicht. Komm, mach. Man sollte jetzt einen prophylaktischen Huhn darstellen. Ich hatte keinen Bock, denselben Ton nochmal zu machen, wie gerade eben. Guck mal nach. Doch nicht. Ich habe gerade hier so einen Grafikbug. Ich habe den anderen Rest von dem Kuhkopter nicht gesehen. Ah, jetzt können wir wieder rein. Nein! Muss aber jetzt nicht bis da hinten schwimmen, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Und swoop, hoch. Links, 2, 3, 4 und hoch. Komm. Link, was machst du denn da? Swoop. Wir kriechen in ein Loch hinein. So, jetzt aber. Okay, Leute, ich denke mal, wir sehen uns genau an dieser Stelle wieder. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.